YouTube-Zeichen, neuer Stream ohne hoffentlich betende Legs. Die YouTuber haben gestern, also gestern war Stream, der abrupt beendet wurde von Unity Media aufgrund von Internetproblemen, weil es geleckt hat. Deswegen kann ich das nicht wirklich hochladen. Wir haben nicht viel gemacht. Wir haben zwei Versuche gestartet um 10 bzw. um 0 Uhr und beides Mal ging es nicht wegen Frame Drops. Das heißt, ihr habt einen kleinen Teil verpasst auf YouTube. Ich habe gestern nämlich ummodelliert. Ich habe die Betten aus von dem Gebäude da, weil uns die Gammelkala, die Nekromanin, unsere Power Suits geklaut hat, habe ich die Betten von dem Gebäude in das Gebäude hier verfrachtet. Ja, das ist jetzt unsere Schlafbaracke quasi. Hier sind jetzt einfach nur Betten drin. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Okay, ein bisschen aufgeräumt. Und dann habe ich alles, was hier draußen stand, da standen ja hier die Power Suits und die Werkbänke, die habe ich jetzt umverfrachtet. Und zwar habe ich die hier reingepackt. Also nicht wundern, wie gesagt, hier habe ich jetzt noch ein bisschen Licht hingelegt von hier oben. Hier so, ne, da draußen war ja der Generator. Da habe ich einfach mal die Kabel hier lang gezogen. Ziemlich professionell durch die Decke. Tim Taylor mäßig. Und ja, wie gesagt, hier stehen jetzt unsere drei Suits. Und hier sind die Werkbänke und die Power Station. Bisschen noch Licht für dunkle Zeiten, wenn es halt mal nachts wird. Ja, das haben wir gestern gemacht. Das war das Einzige, was wir gestern gemacht haben. Ach nee, den Garten haben wir noch erweitert. Wir haben gestern auch den Garten erweitert, natürlich. Wir haben auch den Garten noch erweitert. Das war das um 0 Uhr, was wir gemacht haben. Wir haben hier die Zäune verzogen. Und das ganze Areal hier ein bisschen, ne, professionelle Zäune. Das sieht auch so schon wieder nach Markus Arbeit aus. Der Zaun der Herzen, der in der Luft schwebt. Ja, die Erde ist halt uneben. Das liegt nicht an mir. Ich habe mir Mühe gegeben. Also, der Wille war da. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen unseren Garten erweitert und natürlich auch Klamotten angepflanzt. Das heißt, der Garten ist jetzt hier voll mit Zeug. Dass die halt irgendwas zu essen haben. Das ist schon mal, ne, auch nicht ganz falsch. So, das führt uns zu dem, was haben wir jetzt? Ich muss mal hier die Taste drücken. Ich muss mal die Taste drücken, um in den Baumodus zu kommen. So, wir haben 7 Leute, 12 Essen, 10 Wasser, 10 Energie, 24 Schutz, 11 Betten und eine 80er Moral. Das, denke ich mal, ist okay. Wie gesagt, wir haben jetzt ja hier die Geschütztürme. Da oben auch. Und natürlich am Eingang. Es sollte gehen, es sollte gehen. Und worüber sich die Leute beschwert haben, dass die Leichen, wenn mal welche abgeschossen werden, im Dorf liegen bleiben. Also bei mir sind sie weg und ich habe sie nicht selbst weggeräumt. Weil hier waren ja Raider, die haben wir ja umgebrotet. Und die sind einfach despawned. Also das Problem mit Leichen, dass sie nie weggehen, kann ich nicht bestätigen. Ist hier bei uns zumindest nicht. Wie gesagt, hier waren ja alles voll mit Leichen, die haben wir ja gelootet. Wieso ist hier wieder ein Reifen? Wieso kann ich diesen Reifen nicht wegmachen? Oh, der ist einfach da. Ja, okay. Egal, auf jeden Fall, die Leichen sind halt despawned. Ja, so sehe ich aus. Eventuell nochmal ganz kurz die Stats. Und dann gucke ich auch wieder auf den Chat. Dann habe ich nämlich die Anmod quasi durch. Level 19 auf dem Weg zu Level 20. 237 Trefferpunkte, 110 Aktionspunkte. Resistenzen, wie ihr seht, auch 49, 52, 55. Und der Skillbaum nach wie vor sehr glücklich. Glücklich gewählt. Dumm, aber glücklich. Mit ganz viel im Glücksbaum, wie man sieht. Und ich glaube, den einzigen Perk außerhalb des Glücksbaums ist Action Girl, den ich genommen habe bis jetzt. Denn der Rest steckt alles im Glücksbaum. So sieht's mal aus. Soweit haben wir geskillt, soweit haben wir gemacht. Die Anmod ist durch, jetzt können wir spielen. Ich darf spielen. Jetzt hatte ich wahrscheinlich... Bin ich da? Hallo? Bin ich da? Weil ich habe gerade kein Bild. Also entweder bin ich jetzt offline, dann springe ich aus dem Fenster. Oder mir ist einfach das Vorschaubild abgestürzt. Was? Das wäre mir recht, damit kann ich leben. Aber bei mir steht offline. Aber ich habe keine Frame Drops. Also wenn ich jetzt offline bin, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Eieiei. Hängt der Chat oder ist es still? Ist so still. Ich bin da. Oh Gott, ich, boah. Ich hab schon Panik gekriegt. Ich guck da unten drauf und sehe offline. Ja, ist meine Vorschau abgeschmiert. Das ist okay, damit kann ich leben. Gut. Keine Frame Drops. Gut, gut. Dankeschön, Dankeschön. Krieg grad schon ein bisschen Angst. Muss mich ritzen mit meinen Fingernägeln aus Stahlbeton. Einfach so. Geht gar nicht. Gut, Dankeschön. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Was? Schlecht?
Ich kann meinen Namen hier aussprechen. Innere Stimme ist kein gelben Schnee. Ja, das ist auch ein Tipp für Hunde. Die machen das auch immer sehr gerne. Wer drittens ist? Wer hat mit zweitens aufgehört? Ein Herr Mockstar? Ist der hier? Man weiß es nicht. Egal. Herr Anonymous. Naja, wobei meine innere Stimme. Ich danke meiner inneren Stimme. Das klingt auch komisch, aber dankeschön. Oh Mann. Ah, Tanja sei auch gegrüßt. So. Was steht heute an? Was ich heute machen wollen würde. Wir haben natürlich noch einige Quests offen. Eine ganze Menge. Was ich gerne machen würde. Ich würde gerne mal gucken, ob wir jetzt mittlerweile die Quest der Minutemen machen können. Weil einfach Ray Garvey schon eine so lange Zeit nicht mehr hier ist. Und ich habe den einfach dummerweise weggeschickt. Das heißt, wir haben keine weiteren Aufträge mehr von dem bekommen, weil ich einfach gesagt habe, komm, geh mal. Und seitdem kommt er auch nicht wieder, weil der hier unten wartet. Ich würde gerne mal probieren, ob wir diese Quest hier schon erledigen können, damit er in vielleicht wieder zurück nach Sanctuary kommt und uns weitere Quests geben kann. Das heißt, wir haben den Questflow dummerweise geblockt bei dem. Das war ziemlich dumm. Weiß man auch erst dann erst im Nachhinein, wenn man blind spielt. Das heißt, mein Ziel, glaube ich, wir gehen mal hier gucken, ob wir da die Quest reißen können. Das kann sein, dass wir der mal auf die Fresse kriegen, dass das eine Level 40 Quest ist. Aber wir haben sie halt schon mit Level 10 oder so gekriegt, ich weiß es nicht. Das heißt, wir gucken mal, ob wir uns von hier hinwubbeln können. Einfach mal hier rüberlaufen, dabei ein bisschen was entdecken und dann halt mal schauen. Mockstar ist da. Ah, ich werde erst nachher überprüfen. Mockstar sei gegrüßt. Norty macht Mathe-Hausaufgaben. Ja, die habe ich nie gemacht. Das war auch der Grund, warum ich keine 13 Punkte auf dem Abi, beziehungsweise auf den Zeugnissen hatte in Mathe. Ich habe die Klausuren immer zwischen 15, beziehungsweise 13 bis 15 Punkte gehabt. Und im Mündlichen stand ich irgendwie dann zwischen 4 und 5, weil der Typ hat die Hausaufgaben jede Stunde kontrolliert und ich hatte die nie. Und dann meinte er, ja, jetzt mache ich mir ein Späßchen draus, du hast die Hausaufgaben nicht, komm noch mal an die Tafel und rechne die vor. Oh, ich habe dann einfach die Klamotte da in die Tafel geschrieben, ausgerechnet, fertig. Und der hat sich jedes Mal geärgert, dass ich das halt eben hingekriegt habe, ohne die Hausaufgaben zu machen. Das war so ein Hausaufgabenfaschist. Furchtbar. Diese Lehrer. Nein, Private K. Sub only wird es hier nie geben. Also, unter normalen Umständen, sage ich mal dazu, halte ich davon nicht viel von. Natürlich, wenn jetzt eventuell eine Trollwelle oder so kommt, Gronkh muss es ja ab und zu auch mal anmachen. Da gehe ich gerade noch ein, dass du nicht subben musst und dass ich das nicht machen will und schwupps hat er schon gesubbt. Dankeschön, dass du mich damit unterstützt. Und die Community natürlich auch, Mann. Vielen, vielen Dank. Und willkommen im Moped Club, mein Lieber. Viel Spaß mit den Emotes. Nein, und wie gesagt, von Sub-Only halte ich halt gar nichts. Ich möchte niemanden dazu zwingen zu subben. Das sollen die Leute machen, wenn sie Bock haben. Wenn sie meinen, dass ihnen der 5er im Monat oder die 6 Euro im Monat halt wert sind. Als quasi absolut obendrauf. Also wichtig ist, dass die Leute hier sind und Spaß haben. Alles andere ist optional und ich möchte die halt da nicht hindrängen. Und unter normalen Umständen werde ich das Ding nie aktivieren. Wie gesagt, Gronkh hat es ja manchmal auch an. Es gibt eventuell gewisse Situationen ab einer gewissen Größe, wo man das mal machen kann, weil sonst absolut alles eskaliert, aber ansonsten nie zu normalen Gründen und Umständen. Danke, Private. Ja, Tanja, deswegen vielleicht. Nein, aber wir sind absolut freiwillig. Ich hab absolut freiwillig. Das, was Spike schreibt, gerade im Whisper, verstehe ich nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Egal, was du damit entschuldigen wolltest, du musst dich nicht entschuldigen. Alles gut. Gesundheit geht immer vor. Gesundheit geht immer vor.
So, ich setze mal ganz kurz noch einen Mark, sonst laufe ich nämlich direkt falsch. Wir wollen da irgendwo hin. So, dann habe ich nämlich zwei Markierungen und eventuell eine führt uns zum Ziel. Ja, das heißt einmal quer durch die Map platschen. Die Frage war auch, ich glaube jetzt schon von mehreren, habe ich meine Waffen nicht modifiziert? Soweit ich es kann, ja. Ich habe natürlich nicht die Perks. Ich bin dumm wie Brot. Ich habe Intelligenz nicht geskillt. Das heißt, ich komme hier gar nicht in diese Waffenmods rein. Beziehungsweise hier, glaube ich, sind die auch noch irgendwo. Das heißt, da habe ich noch nichts geskillt. Ich kann halt nur die ganz normalen Bubi-Mods nehmen. Da habe ich natürlich versucht, die Waffen schon ein bisschen anzupassen. Mein Inventar an Waffen sieht halt so aus. Wir haben einen Ehering. Ach nee, das ist keine Waffe. Wir haben hier eine Nahkampfwaffe mit 36 Schaden. Wir haben... Nee, das ist ja noch nicht mal... Was? Der Virtus. Erstmal Danke sagen für den Host. Oh Mann. Verwirrt mich doch nicht. Wir haben die Lasergun mit 36. Eine Nahkampfwaffe mit 24. Eine Schrotflinte mit 64. Ein Scharfschützengewehr mit 53. Eine 10mm mit 25. Die ziemlich mistig ist. Eine 45er mit 41 Schaden. Irgendwie so ein Nachtsicht-Moped mit 21 Schaden und ein Jagdgewehr mit 46, also noch nicht das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, weil ich halt einfach die höheren Mods noch nicht selber bauen kann. Gefunden habe ich noch keine, um sie auszubauen, um sie wieder einzubauen. Weil noch nicht gehabt. Noch ein Freiwilliger obendrauf. Fahrkarten des Mittwochs-Sonderzugs bitte vorzeigen. Der Schaffner, Raginator, meldet sich sofort. Die Fahrkartenkontrolle bitte. Ragi, Dankeschön. Ah, ja, jetzt weiß ich auch, was HG heißt. Ich hätte eher gesagt Hans-Georg oder Hangout. Okay, Hangout ist schlecht. Ah, ja, schön. Ich kann endlich weiterspielen. Moment, sehe ich Framedrops? Nein, ich sehe keine. Perfekt. Gut, gucken wir weiter. Ja, ansonsten machen wir weiter wie immer. Erkunden, bisschen questen, bisschen looten, bisschen leveln, bisschen Licht einschalten. Und gucken, was passiert. Ich habe ein bisschen Bauchweh, dass diese Quest gleich eskaliert und wir sterben werden. Bis jetzt sieht der Rip-Counter noch relativ human aus. Ich glaube, Kalix ist heute in seinem Stream schon häufiger gestorben als ich insgesamt. Aber der war auch im falschen Gebiet. Also der war im Gebiet, wo es recht hochlevelige Mobs gab's. Gab. Jetzt habe ich heute schon Sprachgicht. Was? Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Da ist was Dickes. Hat er wer Hype Train gesagt? Allein steigen! Nicht schon wieder. Lass uns erst gucken, ob der Stream auch funktioniert. Wieder so eine Stunde mal warten, das wäre schön. Dann, nicht, dass die ersten Donates kommen oder Flub-Internet weg. Dann fühle ich mich ganz kacke. Also richtig kacke. Nur ein bisschen. Dankeschön. Da ist was Dickes. Was ganz Dickes. Treffen sich zwei Todeskrallen. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Virtus! Was machen die? Todeskrallen-Duell. Deutschland sucht die Todeskralle. Ah, ich mach so überhaupt keinen Schaden. Okay, ich hab schon mal einen Crit. Aber solange wie die sich gegenseitig da bewupseln, soll mir das recht sein. Der Virtus, ich bin gleich bei dir. Killen wir einfach beide. Vielleicht die andere, die hat weniger. Double KO! Ach, die lebt noch. Die lebt noch! Stirbt nicht! Nee, da will ich nicht hinzielen. Nein! Bleib stehen! Du Gerät! Und Crit! So. Aber die Todeskrallen beide mal eliminiert, die hier einfach mal rumgurkten. Nehmen wir einfach mal mit. Todeskrallenfleisch kann man vielleicht mal gebrauchen. So, packen wir wieder unser Filetiermesser aus.
und gehen weiter. Der Virtus. Hier hast du meine Fahrkarte. Ich fahr mit. Gaggi, der Virtus hat eine Karte. Also den, ne, der steht unter Schutz. Danke, Virtus. Bis jetzt, ich weiß immer nicht, wie ich das ausspreche. Sugar. Ich glaube, ich schuck. Nee, es heißt eigentlich, da ist ein N drin, ne? Chuck and Halaya. Chuck and Halaya. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bis jetzt geht's. Also, bis jetzt geht's sogar recht gut. Und vor ein, zwei Streams haben schon die Leute gesagt, Knight of Katarina expresses his viel zu einfach mit der Spec. I shall not forget this. Völlig OP. Also, wie gesagt, ich mache halt nicht viel Sustain-Schaden mit Waffen, weil ich das halt nicht geskillt habe. Ich mache dafür halt über die Crits halt den Schaden. Ja, wie gesagt, halt mal abwarten, wie es weitergeht. Kann nachher hinten raus scheiße werden, kann gut bleiben. Also im Moment bin ich damit zufrieden. Also ich wüsste nicht, ob es besser gehen täte. Von daher, erster Playthrough, ich komme gut vorwärts, ich sterbe nicht allzu viel. Ich bin zufrieden. Granatengal! Ich nehme eine Fahrkarte bitte, quer durchs Ödland mit dem Hype Train. Granatengal, oh Mann, jetzt hat Raggi wieder was ausgelöst. Dankeschön. An Raggi und an Granatengal. Eieiei. Was ist das hier? Komme ich hier rein? Ne, hier komme ich nicht rein. So, wir müssen nach da so, Pi mal Daumen. Irgendwie komme ich gerade nicht mit. Ja, Tanja, das habe ich permanent. Das ist irgendwie das Nicht-Mitkommen-Syndrom. Das geht mir wirklich dauerhaft so. Ach, ich weiß auch nicht. Ich werde zu alt. Die Welt dreht sich zu schnell. Waren wir hier schon? Was ist denn das für eine Hütte? Da können wir mal reingucken. Vielleicht gibt es ja da irgendwie Beute oder Loot oder so. Oder wieder nukleare Verseuchung. Bei meinem Glück ist da, sind da wieder Atomfässer drin. Da liegt ein Mann drin. Oder ein Ghoul. Da brennt eine blaue Fackel. Was macht die blaue Fackel? Sie leuchtet blau. Ja, okay, warum auch immer. Oh, hier darf ich, hier wohnt wirklich jemand. Der Typ wohnt hier. Wer ist der Typ? Bett. Nee, Eleanor. Hey. Wer bist du? Hey, Plünderer. Lass uns handeln. Ist hier in der Gegend was Interessantes passiert? Nicht wirklich. Kommen wir wieder auf die erstklassigen Waren zurück, die ich im Angebot habe. Klar, ich schaue es mir an. Gucken wir mal rein, was die so hat. Waffen. Irgendwas Interessantes? Gezackte Machete. Boah, die macht 36 Schaden. Schon ordentlich, wa? Mein Moped macht irgendwie 23. Also was halt funktioniert? Da ich jetzt keine Mods bauen kann, könnte ich jetzt sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann mir jetzt diese Waffe kaufen, diese maximierte Klamotte, baue da diesen Maximiert-Mod aus, kann diesen Maximiert-Mod wiederum in meine Laserwaffe dann einbauen, weil die Mods ja im Inventar liegen. Das würde funktionieren. Dementsprechend hätte ich dann einen Maximiert-Mod ohne den Perk Waffenmods zu haben. So kommt man nämlich dann an die besseren Mods, wenn man die Perks halt nicht hat. Man muss die aus halt bestehenden Waffen ausbauen und kann die in seine Wunschwaffen halt einbauen. Wie zum Beispiel hier mächtig oder maximiert. Das heißt, da müsste ich mir mal rausschreiben, wie die guten Klamotten die Waffenschaden erhöhen bei den jeweiligen Waffen heißen. Und danach suchen. I shall not forget this. Ich möchte auch eine Fahrkarte. Anonymous wird zwar angezeigt, aber ich sehe, dass es von Yassi ist, von Assassin Girl. Da hat sich das nicht schnell genug aktualisiert im Stream. Also Assassin Girl kriegt auch einen Stempel auf die Hand, hat eine Fahrkarte. Alter Schwede, Yassi. Dankeschön. Also hier müssen wir uns mal merken, würde es einen maximierten Laser geben. Da ist die Frage, was bringt das? Kann man die irgendwie wieder herstellen? Das weiß ich nicht. Bügelsäge, Klebeband. Ja, wobei, Virtus, ich gehe mal davon aus, du machst das mit dem Patronenglitch, oder?
Weil ich könnte mir jetzt nicht leisten, die in Händler auszunehmen. Weil ich habe nur 3000 Gold. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Private, das kannst du jetzt nicht bringen. Erst liebe Worte, dann Summen und dann auch noch Donaten. Hype Train, da steige ich doch auch glatt mit ein, Fahrkartekauf. Seid verrückt, Mann. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen wegen gestern, dass das halt so kacke ausgefallen ist. Und jetzt kommt ihr wieder um die Ecke und schmeißt wieder hier die Euros im Tiefflug. Und dann auch noch so viel. Und mit Subben noch dabei. Alter. Private. Zu viel! Einfach zuschauen und Spaß haben. Dankeschön. Ich muss die Karte gucken. Wo sind wir? Das müssen wir uns merken. Das ist quasi kurz vor dem Kringel hier unten. Da unten ist ja der Kringelkranz. Hier, da ist so ein Kringelkranz. Und genau hier in diesem Kuppenglied, also quasi Hodenglied-Ding in der Mitte, da ist der Händler. Und da gibt's maximiert. Ich muss mir nämlich rausschreiben, was den Schaden erhöhen würde. Ich möchte die Waffe gerne nämlich aufwerten. Aus welchem Grund? Kann ich euch sagen, denn genau diese eine Waffe unterstützt halt meine Skillung extrem gut. Wegen Crit und AP-Generation. Und zwar ist es hier diese rechtmäßige Herrschaft. Die hat ja kritische Treffer verursacht einen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Das deckt sich halt genau mit meiner Skillung, weil ich halt sehr viel mit Watts spiele und mit Crits. Und die würde ich halt gerne aufwerten. Ja, ich komme schon wieder nicht zum Spielen. The Abimania. Leute, ich will auch mit. Dieses Jahr Abi gemacht oder schon länger her? Weil meistens nennen die Leute, die oder machen dieses Jahr, die gerade Abi gemacht haben, Abi, was haben wir denn, 2015? Wäre dann ja im April, Mai diesen Jahres gewesen, ne? Oder nächstes Jahr. Oder schon ewig her. Also ich habe Abi 00. Griff ins Klo. Absolut. Abimania. Dankeschön. Und auch mit Fahrkarte dabei. Abgestempelt. Ey, Raggi. Was hast du hier angezettelt? Die nehme ich mal mit. Kann ich nämlich dann mal anpflanzen. Die sieht das ja nicht. Ich nutze Watz nie. Spitzname, okay. Abi 2016. Oh Mann. Ja, da habe ich dann schon 16 Jahre Abi. Ich glaube, es kommt auf die Skillung an. Es gibt halt eine Skillung, da würde ich auch nicht mit Watts arbeiten. Da skillst du dann halt eben nicht Beweglichkeit, da skillst du halt eben auf Sustained-Schaden, den du beim ganz normalen Schießen machst. Das habe ich halt nicht. Ich habe halt viel auf Watts geskillt, dass halt viel in Watts procken kann und critten kann. Klar, ich schieße auch so. Wie du schon richtig sagst, der gute Stefan, der Honorius, der schießt halt nur in Watts. Dafür ist die Skillung bei ihm eigentlich noch gar nicht gut dafür ausgelegt. Und man kann immer mal ohne schießen. Ich frage mich, was Hundi gerade sieht. Aber es kommt mir halt zugute, weil ich tatsächlich auch ein absoluter Lowbob im Aiming bin. Und, wo denn Hund? Oh, ich drücke mal die falsche Taste für Watts. Aber ich glaube, das kann halt jeder spielen wie ein Dachdecker. Ich glaube, dass halt für jede Spielweise eine Skillung funktioniert. Fairline Hill Estates. Zelle. Dark Souls, Evil Within, Bloodborne, Uncharted, Fallout. Viele angenehme Stunden. Auch wenn nur zur Frühschicht bis 0 Uhr. Macht immer wieder Laune. Bleib so, wie du bist. Wow. Du bist seit Evil Within dabei, Zelle? Das war das erste Spiel, was ich richtig gestreamt habe. Nach, also abgesehen von Dark Souls. Das ist ja dann quasi von Beginn an. Du verrückter Mann, dankeschön. Die alten Streams, die waren so furchtbar. Ich habe nochmal in die Evil Within Streams reingeguckt. Die sind ja auf YouTube. Alter Schwede. Ich saß da, völlig steif und schüchtern. So, ich muss jetzt spielen. Guckt jetzt 3 Stunden nicht auf den Chat. Na gut, das hat sich heute auch noch nicht geändert. Das war furchtbar. Okay, dann liegt's an Markus. Nein, ich habe keinen einzigen Framedrop. Ich habe keinen einzigen Framedrop. Also Ich hatte Bär. Weißt du? Da kommt der Bär. Doppelbär.
Crit. Crit. Sehr gut, schon mal ein Crit. Au! Who let the bear out? Ne, den Bär will ich nicht, ich will erst den anderen Bär. Ich will ja nicht beide Bären nacheinander, sondern... Nein, den anderen! Ich geh doch weg! Tummer Bär! Au! Bär Nummer 1! Gelootet! Ui! Und jetzt kommt Bär Nummer 2! Kein Crit, aber wir haben 95% auf den Kopf. Go! Bumm! Immer noch kein Crit. Doch ein Crit. Ein Crit auf den Möpselkopf. Wo ist der Kopf da? Sehr gut. Aua! Ja, komm schon. Wer ist tot? Kann auch nix, der Bär. Da ist der Kopf ab. Kopf ab, Bär. So, darauf nehmen wir erstmal einen kleinen Snack. So, was ich sagen wollte, ich habe halt auch bei Kanix geguckt und bei Stefan und hatte da auch ab und zu Bufferparty. Ich glaube, dass Switch an sich ein bisschen Probleme hat. Ich wollte meine Aussage Nachdruck unterstreichen, deswegen ist da das Haus explodiert. Was? Hilfe! Keine Frame Drops bei mir. Liegt an Twitch. Danke, Zelle. Wo war ich stehen geblieben? Bären töten. Das ist alles zu hektisch für mich. Ich glaube, ich werde da zu alt für. Was? Warum rennst du ohne deine Rüstung um? Ich habe meine Rüstung an. Ich bin nicht nackig. Das ist meine Rüstung. Wie kommst du darauf, dass ich nackt bin? Ich habe doch alle Teile an, oder? Rüstung? Ne, ich habe alles an. Alles so, wie es sein soll. 49, 52, 55. Passt, das passt auch bei den Resistenzen. Also, das ist... Meint die Power-Rüstung. Ach so, ja, aber die ist doch nur für Super-Sonderbosse, weil die ist doch limitiert durch die, wie heißen die Kerne? Durch die Fusionskerne. Ich habe doch nur 3, 4 Fusionskerne. Ich benutze die, A, ist die mir zu langsam? B, kannst du sie ja nur zeitlich ganz, ganz kurz nutzen, weil ja dann die Kerne alle sind. Und, wie gesagt, die spare ich mir halt auf für Bosse. Beim dritten Versuch bezahle ich dann auch mal meine Fahrkarte und steige in den Hype-Train auf. Kein Eckengeld. Pater, was ist denn da los? Pater, wie weit bist du denn jetzt wieder mit deinem neuen Run, den du streamst? Ne, ich hatte die noch nie an. Also die werde ich anziehen, wenn ich irgendwelche Bossgegner habe, die ich so nicht kaputt bekomme. Dann können wir uns überlegen, in die Power Suit zu steigen. Ich glaube, so ist es eigentlich auch gedacht. Zumindest ohne den Perk, dass die Fusion Cores länger halten. Du kannst es ja skillen, dass sie länger halten. Aber ich glaube, ohne den Perk ist es halt recht müßig. Weil du dann halt, glaube ich, keinen Watz nutzen kannst und keinen Sprint. Und das wäre sowohl als auch, also gerade das Watz, wäre halt super käsig. Was haben wir hier? This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Eckengeld muss natürlich auch noch sein. Jetzt krieg ich schon ein schlechtes Gewissen, ey. Der Raggi fängt an, jetzt habe ich auch noch Pata dazu verleitet. Eieieiei. Ich sage aber auch an Tintan, ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Danke für dein Follow, nicht weniger. Und Pata, dir auch nochmal. Oh Mann, ihr seid verrückt. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude.
I shall not forget this. Mannix! Was ist heute los? Das ist ja genau wie vorgestern. Danke, Mannix. Oh Mann. Tschu-tschu! Ich glaube, was kann ich nur benutzen, X-Mess, wenn ich den Core drin habe. Ich glaube, das war ein Tooltip. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht nur, dass du... Also ich glaube nicht, dass der Core nur dafür verantwortlich ist, dass du sprinten kannst. Ich glaube, der war für Sprinten und Watts. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Zumindest dachte ich das bis gerade. Dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, weil wer will schon sprinten? Wieso komme ich hier nicht rein? Und die Frage wäre, wie komme ich hier rein? Und was ist da drin? Und warum? Von hier bekomme ich sie nicht auf. Ah, ich muss hier oben über das Dach des Dingens. Verstehe. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Komm nicht zum Spielen. Komm nicht zum Spielen. Raggi, Geld. Gut, nimm. Und dann sage ich mir, was? Und dann sagt mir mal einer, was das ist. Eckengeld. Krumme Summen. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Ja, sowas, was Lord Nüsschen jetzt donated hat, das könnte man als Eckengeld bezeichnen. Ach, alles eckig. Treibt das Geld in die Ecke, dann kann es nicht flüchten. Raginator und Lord Nüsschen, Dankeschön, ihr zwei. Ich muss mich mal hier hochwubbeln. Und runterfallen. Ach, ich bin ja so ein guter Hochkletterer. Ja, der Virtus, aber die Frage ist ja, das habe ich ja gerade schon gestellt. Wenn du sagst, du nimmst auch jeden Händler aus, ob du dir das quasi erspielt hast oder ob du diesen Trade-Glitch benutzt, weil den benutzen wir ja nicht. Das heißt, die knapp 3000 Kronkorken sind normale. Die habe ich nicht irgendwie ercheatet. Sanyu! Was passiert heute hier? Ihr seid verrückt, Mann. Ganz ehrlich, ihr seid so liebenswert positiv verrückt. Nach so einem Scheißtag für mich wie gestern. Heute unangekündigt 176 Leute, die einfach zugucken, wo nichts angekündigt war. Und Eskalation auf allen Bereichen. I shall not forget this. Sanyu, willkommen in der Moped-mäßigen Community. Der Moped-Solar-Liebhaber und Fäustemacher. Dankeschön, dass du mich damit unterstützt und viel Spaß hier in der Community. Bei Fallout ganz lange wahrscheinlich noch, weil ich finde das Spiel ziemlich geil. Ich habe mir mal die Trophies angeguckt. Eventuell, da kein Schwierigkeitsgrad gefordert ist, vielleicht sogar mit Platin am Ende. Es könnte also ein bisschen länger werden, das Projekt. Aber auch mit Tomb Raider, was noch kommen wird. Mit Assassin's Creed, was weitergeht. Ganz vielen anderen Spielen. Dark Souls 3 nächstes Jahr. Ich wünsche dir viel Spaß und sag dickes Dankeschön an Sanyu. Dankeschön. Und nicht weniger nochmal an Putter. Doppeltes Eckengeld. Fallout 4 gerade auf Überleben, Stufe 22. Und Steam sagt 120 Stunden. Eieiei. Der Suchti. Putter, danke. Jetzt muss ich den Chat mal lesen. Ich komme nicht zum Spielen, Julian. Du hast recht. Du hast. Julian, ich komme nicht dazu. Ja, eventuell kann man das zählen und wir wissen es noch nicht. Es gibt ja diese ganzen Händlerstationen. Eventuell kann man das ja sogar später bauen. Keine Ahnung. Achso, Kyromine nehme ich auch nochmal mit. Es ist unfucking fasslich, Mann. Ich loote mal ganz kurz den Raum, sonst falle ich runter. In Dark Souls wäre ich jetzt schon wieder tot gewesen. Geld verstanden. Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Eckengeld verstanden von Raginator und Steffen TTH. Ich kann nur fünfen. Ein Glück, dass es keine Sechsen sind. Das wäre sonst etwas diabolisch von dir. Ihr zwei. Alle anderen, ach Mann. Wie gesagt, ne? Hab ich ja schon gesagt, also es liegt ja hier, wenn irgendwann Zeit ist. Katarina expresses his deepest gratitude. Kommt alles. I shall not forget this. Aber erstmal Fallout weiterspielen, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Wir kommen ja nicht vorwärts. Subaru, aus Gründen spenden auch so viele. Ach nein, aus diesem Grund spenden auch so viele. Jetzt kann ich auch nicht mehr vorlesen.
Subaru, dankeschön. Julian, hatten wir schon und ich sitze immer noch hier. Also das hält mich garantiert nicht davon ab, hier zu spielen, weil das ist mein Hobby. Das ist das, was mir halt tierischen Spaß macht. Einfach mich selbst zu erschießen mit... Alter Schwede. Kann ich nicht entschärfen. Ich bin zu dumm zum Entschärfen. Ich hab zu wenig Int. Ja, also nein. Also ich glaube, wenn ich morgen sogar 1 Million im Lotto gewinnen würde, würde ich übermorgen hier noch sitzen und streamen. Einfach, weil ich immer noch Gamer sein werde. Nur weil ich irgendwann vielleicht reich bin, weil ich im Lotto gewonnen habe. This Knight of Katarina expresses nee. His deepest gratitude. I shall not forget this. Ich steig auch noch ein. Mit ein. Von Gigantinsel. Diesmal der echte Gigantinsel, nicht die Giganteninsel. Dankeschön. Und wie gesagt, das mache ich halt, weil ich gerne game. Oder spiele auf Deutsch. Game klingt so dumm. War Zahltag. Ist nicht eigentlich gerade Mitte des Monats? Ist doch nicht der erste, oder? Nee, dann hätte ich... Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Was ist das? Ich höre komische Schlabbergeräusche. Es klingt eklig. Wie Schleim. Dann hätte ich ja das Dark Souls Bloodborne DLC verpasst. Das spielen wir ab Montagnacht. Wenn das Ende Anfang des Monats wäre. Ich bin gerade verwirrt. Ihr verwirrt mich. Granatenkeil. Woher kommt denn das Eckengeld? Was? Die Ruckelei hat mir... Die Ruckelei hat mir leider die Erklärung geraubt. Ja, wegen falschen krummen Summen. So, als ich da der Vater gedacht hat, hat der erfunden. Und ich habe das ehrlich gesagt vorher auch noch nicht gehört, aber er hat das mit diesen krummen Beträgen hier mehr oder minder eingeführt. DCK. Ich... Schön hier heute. TCK. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Weil sonst müsste es... Wie würde man sonst aussprechen? Tiki. Tiki? Tiki würde auch gehen. Wenn man es ganz schnell ausspricht. Aber ich glaube, TCK ist richtiger, oder? TCK oder Tiki? Ich weiß es nicht. Schreib's mal im Chat. Danke. Oh Mann, dass du mich damit unterstützt. Die Community und... hier willkommen im Moped Club ist und viel Spaß mit den Emotes und mit den anderen verrückten Eckengeld-Freunden und Zugliebhabern. Ich sollte häufiger Mittwoch streamen. Ja, es eskaliert wie ein Sonntag hier gerade. Hier ist Vergiftung, radioaktive Mopskacke. Wo? Irgendwas ist da Schlimmes drin. Es wubbelt. Ich guck erstmal hier raus. Ach, hier bin ich reingekommen. Also besser gesagt, reingekommen und runtergefallen. Was ist hier? Da ist nix. Da ist irgendwas. Hier war ich nämlich. Hund hat etwas gefunden. Ja, eine Tür. Ach, Zombie. Zombie-Gule! Achso, ja. Macht er doch noch. Wo hau ich hin? Sadu! Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Danke für den Aus! Ich muss diesen... Ghoul da wegmachen. Das ist nämlich ein Leuchteghoul. Ah, jetzt habe ich die AP noch verschwendet. So, legendärer leuchtender Ghoul. Ach du Kacke. Ich habe keinen Crit. Oh, das Ganze auf diesen engen Raum. Das funktioniert ja wunderbar. Alles klar. Wunderbar. Crit auf Kopf. Kriegen wir hin. Und er ist mutiert. Oh, das wird ja immer geiler hier. Der Leuchtemops der mutierten Schönheit leuchtet jetzt auch noch heller und kloppt noch doller. Crit habe ich nicht, da muss ich mal so drauf wuppeln. Crit ist ready. Das ist schon eine gute Nachricht. Noch keine AP. Komm, wir nehmen hier so einen Blutpack. Oh, er macht irgendwelche Kacke, die er nicht machen sollte.
Ah ja, ja, natürlich, er belebt die einfach wieder. Au! Ja, ja, stirb doch mal! Moped! Aua! Ja, Hundi, alles gut. Wo ist der Ghoul hin? Sag mir, wo der Ghoul ist. Ist der unten? Wo ist der legendäre Mops, Mann? Legendary Mops. Wo? Oh! Bin gleich wieder bei euch. Er ist weg. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Der ist doch jetzt nicht abgehauen. Ich will mal meinen Loot. Also besser gesagt, ich will ihn erst töten und dann meinen Loot. Ne, ich höre ihn. Der muss oben sein. Wie komme ich denn wieder hoch? Ach, hier ist die Treppe. Nehme ich die noch ein. Ey, der ist echt abgehauen. Das ist doch jetzt nicht der Ernst, oder? Weil die Musik jetzt auch weg ist. Alter! Ah! Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn wir den jetzt gleich nicht finden. Lass mich mal eben hier oben looten. Haben ja jetzt hier gut Material durchgeblasen. Und er ist halt einfach jetzt, was weiß ich wo. Sensormodul, Impulsmine, Granate. Nee, da hat anscheinend Hund einen auf den Kopf gekriegt. Ja, da ist er. Da ist er. Oh. Da. Bleibst du mal hier. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Alter Personalverwalter. Aber gut was durchgeblasen. Jetzt nehmen wir auch direkt mal so einen Radaway. Und machen uns voll mit, was haben wir denn? Ja komm, nehmen wir einen so einen Stimmpack, dann sind wir so gut wie voll. Monster! Nee, das war woanders. Es gibt in der Welt selten ein schöneres Übermaß als an der Dankbarkeit. Ja, wobei, Mockstar, ich weiß nicht, hast du damals Wetten, das geguckt mit Wolfgang Lippert? Danke, 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 ach, danke, danke. Und das ging 3 Stunden so, also irgendwann hat das auch genervt. Aber ansonsten hast du schon recht. Lieber einmal mehr Danke sagen als einmal zu wenig. Und in dem Fall sage ich auch Danke an Mockstar. Eieiei. Des Kammerjägers Sünds-Rüstung. Was immer das ist. Reduziert den durch Meyerlocks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Sieht schon mal nicht falsch aus. Und war, glaube ich, sogar besser. Schwupp. Oh, and this. An Estus Flask. An undead favorite. Vater, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Du spendest so oft und so viel. Ich hoffe, du hast es im Überblick, was du da tust. Danke nochmal für alles. Wird noch 1000 Folgen mal... Was? Wird noch 1000 Mal folgen. Hat damals alles bei BW angefangen. Und danke, dass du mir sowas, in mir sowas Tolles geweckt hast. Hype. Ich hab doch nur gesagt, trau dich und hab Spaß dran. Mehr habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, gut, wenn das quasi der Anstoß war, freut mich das, dass ich dich da so hinschlupfen konnte und du jetzt selbst damit halt Spaß und Erfolg hast. Vater, dankeschön. Wie gesagt, das höre ich echt sehr gerne. Wie gesagt, ich habe ja nur gesagt, glaub an dich. Mach es einfach. Was soll schief gehen? Und genau das hast du gemacht und es hat gepasst. Dankeschön. Wetten, das, ja. Der Untergang von Wetten, das. Alter Schwede. Ja gut, wir haben eine neue Rüstung gefunden. Das ist ja schon mal nicht gänzlich falsch, die ja wirklich gut war. So, wie sieht die denn aus? Achso, das ist einfach dieses Ding da am Arm. Was ein Kampf. Und nicht gerippt. Bin schon ein bisschen stolz drauf. Wieso sind wir eigentlich hier? Wir wollten eigentlich doch gar nicht hier sein. Wir wollten eigentlich die Quest machen.
Wir kommen nie da an, wo wir hinwollen. Nie. Ach, dieses Spiel. Ich liebe es. Genau wegen sowas finde ich dieses Spiel so geil. Das ist halt, weiß ich nicht, so unvorhersehbar irgendwie. Du willst irgendwas machen und kommst ganz woanders raus. Das ist irgendwie ziemlich cool. Und dann kommen halt irgendwie diese Legendary Mobs, also diese, ich nenne es jetzt mal Elite Packs oder Rare Packs, wenn man das mal aus Diablo so nennen darf, die halt eben Loot droppen können und schwieriger sind und 100 schon wieder was gefunden. Oh Gott, ich komme zu nichts. Lass mich doch auf den Chat gucken, bitte. Aber es wird hell. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, toll. Jetzt bringt mir der Hund irgendein scheiß Gewehr. Danke, Hund. Ich speichere mal ganz kurz. Und dann kann ich mir mal auf den Chat gucken. Nicht, dass wir dann gleich abnippeln und der Loot weg ist und alles kaputt ist. Dankeschön. Das ist halt so in Fallout. Ja, Tevok, ich eventuell nicht direkt im Anschluss irgendwann Fallout 3. Also im Moment muss ich sagen, bin ich von dem Spiel sehr, sehr angefixt und Fallout 3, finde ich, sieht auch nicht so schlecht aus, als dass man es nicht nochmal spielen könnte. Also ehrlich gesagt, ein Witcher 1 oder 2, naja, dat, wenn überhaupt, würde ich mir das privat angucken. Das möchte ich aber A, schon fast nicht spielen und B, nicht streamen. Bei Fallout 3, das sieht eigentlich noch recht ordentlich aus. Ich gehe mal davon aus, das könnte man vielleicht dann sogar nochmal streamen. Und das hat mich hier auch mehr gepackt als Witcher, muss ich sagen. Das kommt noch dazu. Wo bin ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Fairline, ich bin total falsch. Wieso gehe ich eigentlich immer nach unten? Ich muss nach da. Also da. Was ist denn das? Osten. Ich komme da nie an. Ich laufe falsch. Ja, wir gehen jetzt hier. Gehen wir jetzt hier rein? Da ist eine Power-Rüstungsstation. Dieses Schwert. Wie hieß denn das? Ich weiß gar nicht, wo es das gab. Überlege gerade. Nee, das Schwert war das hier. Das Killers chinesisches. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich irgendwo rumlag oder ob es sogar vielleicht ein Quest-Reward war. Das weiß ich echt nicht. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Müsste ich alle VODs durchgucken. Ja, ich schaue ja noch nicht mal auf die Quests, Virtus. Also ich laufe ja noch nicht mal gezielt zu irgendeinem Punkt, den ich unten sehe. Ich laufe ja tatsächlich zu dem ersten, was ich in der Welt sehe. Und das ist halt meistens nicht das Quest-Ding. Das ist halt irgendwas. Jetzt bin ich nämlich schon wieder im anderen Haus. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Aber wir finden Haarklammern. Und Stimmbugs. Oh, nehme ich mit. Ja, schade, der hatte keine Power-Rüstung hier drin stehen. Das wäre natürlich schön gewesen. Superkleber, nehme ich mit. Das Schwert war beim legendären Raider hinter Behemoth. Okay, das kann gut sein. Irgendwas ist da gedroppt, aber frag mich nicht was. Und da war halt dieser Behemoth und anschließend so ein Legendary Raider, da hast du recht. Aber keine Ahnung, wie hat, ich merke mir sowas tatsächlich wirklich echt nicht. Weil es ist so viel Action, ich bin so voll Adrenalin, Freunde. Ich schwitze gerade. Sommerkleidung, also hier könnten wir uns eindenken. BMS? Okay, beantwortet die Frage nicht, aber für mich ist die Frage, anscheinend gibt es davon ja mehrere. Also ich habe einen erlegt, ja. Bin zweimal, glaube ich, dran gestorben und beim dritten Mal kam der Mann rum und hat ihn dann flupp mit der Sense über die Klinge und dann war er weg. Was ist das hier? Plasmakartusche, Fusionszelle, Schrot. Das nehme ich gerne mit. Ich weiß, die Fallout Anthology-Lystik. Ja, weiß ich. Ist auch gar nicht so teuer für einen PC. Ich würde es nur gerne für also den dritten Teil dann auf der Xbox One spielen, auf der Abwärtskompatibilität. Und
in der Hoffnung, dass New Vegas dann auch vielleicht mal irgendwann dort kommen täte. Wobei, spielen wir erstmal das Spiel, wie gesagt, eventuell sogar mit Platin. Denn ich habe halt die Trophäen durchgeschaut, habe ich ja gerade gesagt. Du brauchst halt, was halt schon mal sehr geil ist, keine Multiplayer-Trophäen und keine Schwierigkeitsgrad-Trophäen. Du musst das Spiel halt nicht auf bockschwer durchspielen. Finde ich super, dass es Schwierigkeitsgrad unabhängig ist. Und die Trophäen sehen alle eigentlich machbar aus. Das Einzige, was sein kann, was ich nicht hoffe, dass es ist, bitte auch nicht spoilern. Ich hoffe, dass diese Quests sich gegenseitig nicht ausschließen. Dass wenn du Queststrang A für Fraktion A machst, dort die Trophy kriegst, dann aber Fraktion B nicht mehr zu Ende machen kannst. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, dass man da das dann ein zweites Mal spielen müsste. Wenn das nicht der Fall ist und du tatsächlich alles in einem Playthrough machen kannst, dann könnte das gut sein, dass wir wirklich Platin machen, weil das nichts Unmögliches ist, sondern einfach nur aufmerksam spielen und alles looten, leveln. Und das ist genau das, was wir eigentlich schon machen. Klar, werden wir das eine oder andere übersehen, aber das können wir dann irgendwann vielleicht in der letzten Folge, im letzten Stream dann halt nachholen. Einfach nochmal die letzten Collectibles halt einsammeln. Da dann natürlich dann auch mit Spoilern, wo die Leute halt sagen können, hey, du hast dies und das übersehen, geh nochmal da und dorthin. Aber bis dahin natürlich behalten wir diesen No-Spoilerino-Blind-Modus bitte bei. Also nicht zu viel spoilern, nicht zu viel Tipps und so. Wenn ich Fehler mache, dann klaut halt die Gammelkala die Powerrüstung und ich schreie What the fuck in die Kamera. Sorgt manchmal auch bestimmt für lustige Momente. Virtus, wenn du das mal anhast und getestet hast, dein Fallout 3 auf der X1, gib mir mal Feedback, so dass ich es auch mitkriege. Also im Chat entweder, dass ich es lese oder wenn nicht, schick mir dein Feedback mal per Nachricht. Das würde mich interessieren, weil eventuell besorge ich es mir dann halt für die 360, was ich dann auf der One halt spielen kann. Alternativ, eventuell bestelle ich mir einfach nochmal das Fallout 4, kriege den Code und muss die Disc von 4 eingelegt sein, wenn du Fallout 3 spielst? Das wäre auch noch eine Frage. Wenn die nämlich eingelegt sein muss, ist es Blödsinn. Wenn sie nicht eingelegt sein muss, kann ich ja Fallout 4 für die Xbox One verkaufen und einfach Fallout 3 spielen. Aber ich glaube, die Discs müssen eingelegt sein. Bin ich mir aber nicht sicher. Weil ich muss ja mit meiner Abwärtskompatibilität von Gears of War noch bis Dezember warten, dann kriege ich erst die Codes zugeschickt. Wie schön. Ich habe es gespielt auf der One. Es läuft flüssiger und Scaling ist besser als auf der 360. Es ist vergleichbar mit PC-Grafik? Oder deutlich, deutlich schlechter, weil tatsächlich ja PlayStation 3, Xbox, machen wir uns nichts vor, da war die Grafik halt ja noch deutlich schlechter als auf dem PC. Deepest gratitude. I shall not forget this. Gigante. Nein, jetzt Giganteninsel. Der Faker. Habt ihr gerade was gehört? Dankeschön. Oh Mann, ihr seid verrückt. So durchgeknallt. Ich dachte schon, ich wäre der einzige verrückte Mensch auf diesem Planeten. Aber nein, ich habe noch andere gefunden. Hurra. Oh Mann. Ja, die verschicken erst die Codes für Gears of War ab 1.12. Zelle. Frag mich nicht warum. Hat mich auch gewundert. Das war das erste, was ich machen wollte, als das rauskam. Die Gears of War Collection halt, runterladen. Nö, ging nicht. Gegoogelt. Ja, die Codes kommen erst am 1.12. Da müssen sie jetzt warten. What the fuck? Warum? Warum stand da nicht? Aber ist halt so. Das hat mich halt auch gewundert. Wie gesagt, wenn wir dann mit Gears of War anfangen, fangen wir natürlich beim ersten Gears of War an und spielen das HD-Remake dann quasi zum Schluss, weil ich habe ja noch nie eins gespielt. Und wenn, würde ich halt ganz gerne mal alle spielen. Dasselbe gilt natürlich für Halo, wobei da dann halt die Master Chief Collection halt noch kommen würde. Die habe ich halt noch nicht. Dann würde ich mir auch alle Halos halt mal angucken. Habe ich auch noch nie gespielt. Was, das hinter der Webcam? Sieht aus wie ein Flügel? Markus der Engel?
frage mich gerade, was das ist. Ach, das ist meine Hand. Alter, ich habe gerade echt gedacht, was ist das hier? Das sieht wirklich aus, als ob hier irgend... Ich dachte, der Greenscreen hat ein Loch. Nee, das ist die Hand von dem Charakter. Alter, jetzt habe ich mich echt einen Moment erschrocken. Heieiei. Ja, natürlich, die Hand haben wir dann mit dem Schwert nur da. Die haben wir ja noch nie gesehen, weil wir ja meistens hier mit Butzelputzel rumrennen. Ja. Und da sind natürlich beide Hände am Gerät. Heieiei. Da habe ich mich doch ein bisschen erschrocken. Hat nichts mit der CD von Fallout 4 zu tun. Ja, okay. Also im Endeffekt, wenn ich Fallout noch für 49 Euro für die Xbox kriege, 15 Euro würde, glaube ich, Fallout 3 kosten, dann könnte ich das immerhin, ne, quasi für 30 Euro dann, ja, das klingt nach einem guten Deal. Das klingt auch nach einem guten Deal, dann mache ich das doch, glaube ich, so. ich habe mich präventiv auch via Österreich angemeldet. Wegen besagtem Spiel. Ich sage jetzt nicht nochmal welches, aber präventiv habe ich mich da auch angemeldet. Also ich hoffe, dass ich den Code bekomme, sonst drehe ich am Rad. Das ist ja zum Glück bei der Xbox ein bisschen einfacher als bei der PlayStation mit diesem Account switchen auf welche Klamotten. Da brauchst du ja nur die Sprache im Menü zu ändern, das funktioniert bei der PlayStation ja leider nicht. Da brauchst du ja verschiedene E-Mail-Adressen. Werde bald älter. Ja, Harry, so schlimm ist das nicht. Also. Alter, hier gibt's aber ganz schön viel Zeug. So ab meinem Alter. So hart auf die 40 zugehen, da machst du dir dann schon mal Gedanken. Ich weiß nicht, wie alt du wirst. Wenn jetzt sagst, du bist älter, okay, dann ziehe ich die Aussage zurück. Not connected, sei gegrüßt. Also New Vegas habe ich auf der PS3. Würde ich so auf der PS3 nie spielen, weil es halt absolut verbuggt war. Katastrophe. Die hat gerüchteweise soll Bethesda sich immer mehr Mühe für die Microsoft-Konsolen gegeben haben. Hatte ich nie, kann ich halt nichts zu sagen. Also Skyrim war auf der PlayStation eine Katastrophe, New Vegas war eine Katastrophe. Und wie gesagt, da hieß es wohl, die Xbox sei besser unterstützt. Da habe ich angefangen. Das heißt, ich habe jetzt alle Häuser durch, ja? Sehe ich richtig? Ich kontrolliere es jetzt nicht nochmal, sonst muss ich überall nochmal reingehen. Ich glaube, ich habe einfach mal jedes Haus, oder? Ja, und wahrscheinlich in einem liegt der geilste Loot. Da war ich drin, da war die Power-Rüstungsstation drin. Um 0 Uhr, Pipi-Pause, wie immer. Also da machen wir heute auch keine Sonderausnahme. Wobei, so langsam wie ich spiele, kannst du ruhig auf Klo gehen. Ich gucke sowieso jetzt hier nur noch mal in die Häuser rein. Ach, man müsste die markieren können. Bin ich eigentlich abgeschlossen? Nee, abgeschlossen ist es nicht. Wobei die Frage ist, ob wir das hier abschließen könnten. Ich glaube, da war ich auch. Da ist noch eine Garage. Wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass das eventuell sogar so ein Baudorf wäre. Nee, kann ich aber nicht. Ist kein Baudorf. Würde aber eigentlich ziemlich passen. Ist halt so aufgebaut, ne? Ziemlich runtergekommen. Du kannst viel Schutt kaputt machen. Eventuell müssen wir halt die Quest von unserem komischen, lustigen Moped-Mann da weitermachen. Dass der uns später hier hinschickt. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein Dorf wird, was wir besiedeln können, weil es halt A, nicht abgeschlossen auf der Karte ist, ich aber jetzt ad hoc auch nichts finde, was hier noch wäre. Von daher bleibt die Frage halt offen, was man hier noch machen könnte. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Egal, gehen wir erstmal weiter. Ja, mit Mods, ganz ehrlich, Dexter, da müsste mir die Community tatsächlich helfen, weil von PC und Modding habe ich keinen Schimmer. Also ich weiß halt nicht, was man da für Mods nehmen sollte. Das Einzige, was ich halt gemoddet habe bis jetzt, war Dark Souls 1 mit SweetFX bzw. GD Sato. Und da habe ich auch nur wirklich die Auflösung ein bisschen hochskaliert und ein bisschen die Farbtöne geändert. Und das war das Einzige. Wie gesagt, hier Bethesda-Spiele sind ja immer eine rege Mod-Community. Allein wie viel Skyrim-Mods es gab und ich kann mir vorstellen, dass es halt in Fallout ähnlich war. Prinzipiell magst du recht haben, ältere Spiele auf dem PC zu spielen, weil A, fressen sie nicht so viel Performance, B, kannst du sie modden, dass sie schöner aussehen als auf der Konsole. Ist vielleicht eine Überlegung wert. Weil ich will natürlich auch nicht, dass ihr und ich irgendwie Augenkrebs kriegt. Vor allem, wenn es halt eben eine bessere Möglichkeit gäbe. Dann würde da irgendwo eine Werkbank sein. Hier ist ein Argument lustig, die haben wir nicht gefunden. Aber ich finde es halt schade, dass... oder es ist wirklich... Warte mal. Haben wir irgendwo so ein Symbol nochmal? Das ist so ein City-Symbol. Was haben wir denn hier? Hier ist so ein City... Ne, das ist auch keine City... Das hier? Super Dupermart? Ist das ein einzigartiges Symbol? Kann das sein? Ne, da. Es ist sowas wie Concord, ne? Das ist so eine Burg mit Fähnchen obendrauf. Ja, also ist sowas wie Concord. Also ich denke mal, das kann man nicht abschließen. Oder es wird halt eine Quest später vielleicht da geben. Von daher gehen wir einfach mal weiter. Haben ja gut was gelootet. Ich speichere jetzt auch nochmal. Falsche Taste verspeichern, nämlich die Taste. Dankeschön. Buffering? Keine Frame Drops. Alles gut. Liegt nicht an mir. Bleiben Sie ruhig. Schneiden Sie sich an. Sie brauchen nicht zu den Notausgängen. Das Programm geht noch weiter. Water, sei gegrüßt. Das habe ich gelesen, Don Promillo. Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Das habe ich auch irgendwo in den News gelesen, dass tatsächlich die besten PC-Mods auch auf die Xbox One und die PS4 kommen sollen. Und da dachte ich mir, cool, ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Weil bis jetzt gibt es so eine Modder-Community auf der PS4 nicht. Ich weiß nicht, ob Bethesda die dann offiziell als Add-on oder DLC hochlädt, weil du kannst ja, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Also im besten Willen nicht, weil sowas kenne ich halt noch nicht auf der PS4. Fände ich ziemlich geil, weil ich kann mir halt vorstellen, dass du dieses Spiel halt umkrempeln kannst. Und Fans haben wirklich manchmal coole Ideen. Ich meine, stell dir einfach mal vor, du ersetzt jeden Ghoul oder jeden Gegner durch einen Zombie-Typ und hast auf einmal eine Zombie-Apokalypse. Das würde ich noch geiler finden. Musst du halt nur ein bisschen halt modellieren. Was? Militärfrequenz? Moment, ich habe irgendwas von Militärfrequenz. Oh, ich bin aber ganz am Rand. Abgewiesen. Ja? Und da gibt's Wasser und Nahrung, habe ich gehört. Mal komplett. Genug, wiederhol! Jetzt wiederholt er nicht. Ja, super. Ja. Eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft.
Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Ja, also nichts Spannendes, nichts Konkretes. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall... Ja, ja, klar, da, den Rest habe ich gehört. Ich habe nur gedacht, ich habe den Ort nicht richtig gehört, aber er hat auch nichts auf der Karte markiert. Das war halt nur so eine allgemeine Südosten. Südosten wäre halt hier unten irgendwo. Also hier unten muss halt irgendwas sein. Und wir haben jetzt entdeckt den Big John Schrottplatz. Da speichere ich auch mal, weil ich glaube, ich habe Supermutanten gehört. Die Suppentrullis. Bevor die uns kaputt machen, speichern wir hier auch nochmal kurz ab. Dass Markus nie durch seinen Hund erwischt wird. Ja, der ist einfach immer nur da, der ist passiv, den gebe ich ja gar keine Befehle. Der ist ja einfach nur mein Tragemuli. Also im Endeffekt hätte ich auch eine Plötze haben können mit Satteltaschen. Ich nutze den Hund ja eigentlich gar nicht in dem Sinne. Digga, du kannst ihm ja halt Befehle geben. Zeit zum Sterben. Ah, da hinten. Getroffen und getroffen. Wo, wo? Weg. Wo denn? Mal durch die Rüstung. Oh, nicht getroffen, was ist da los? Ja, die sind schon ein bisschen härter, glaube ich. Ich nehme mal eben hier so ein Blutswohl-Ending. Aufbereitetes Wasser, ahoi. Da oben war nämlich noch so ein Moped-Mann. Oh, die werfen mir... Alter Schwede! Die werfen mir Granaten im Sekundentakt. Dann nehmen wir noch ein Wasser und noch ein Wasser. Kalix, danke für den Host und willkommen an die Zuschauer von Felix Live, der auch heute Fallout gestreamt hat. Treffe ich doch nie. Da treffe ich doch nie. Oh, das ist auch noch ein Totenkopf, Mann. Ich glaube, hier sollte ich jetzt mal ausnahmsweise nicht sein. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Ei, oh, ich bin im Po. Gut, dass ich den gesehen habe. Ich nehme ein Wasser, ich nehme zwei Wasser, ich nehme drei Wasser, ich nehme eine ganze Wasserfabrik. Ich nehme noch ein Wasser. Sollte hier nicht sein. Die nehme ich nämlich unter Kreuzfeuer, was ziemlich kacke ist. Von wo denn? Ach, da ist auch noch einer. Supermutantenvollstrecker. Crit. Oh, nicht ganz so geil. Der ist nicht... Oh, nehmen wir noch ein Schnippack. Mal so schön ist. Und auch heilt. Und mich voll macht. Wenn die jetzt gleich keinen guten Blut droppen, dann weiß ich auch nicht. Ja, APs kommen wieder. Dann haben wir nämlich noch einen Headshot. Auch weg. Jetzt ist die Ruhe im Puff.
Nein! Da ist noch einer. Da hinten, der steht immer noch da. Was macht der denn da? Ja, Supermutanten-Scharmützler. Wie viel sind das denn? Eine ganze Armee! Der Chef. Nein! Nein! Wie wär's, wenn ich ab und zu mal treffen täte? Boah, da sind ja hier unendlich viele. Was ist los? Da kommt noch einer. Ah ne, leuchtender Mutantenhund. Ja, das ist super, schönen Tag auch. Ich sterbe. Vielleicht doch nicht. Schießen! Was ist los? Oh Gott, ich werde geroped. Ich sterbe. Ich bin zu gut dafür. Boah, ich werde von allen Seiten gerade beschossen. Falsche Taste! Jetzt. Da kommt noch einer. Jetzt bin ich tot, ja, natürlich. Boah, wie viel sind das? Ich glaube, wir haben 6 oder 7 eliminiert und da waren immer noch 3. Ich wollte da auch gar nicht hin. Das war ein Unfall. Das war ein Unfall. Big John Schrottplatz. Und wir haben Big John noch nicht mal gesehen. Das waren nur seine Supermutanten. Wenn jetzt mal Big John noch kommt, dann ist... Hier kommen wir später wieder. Wir kommen mit mehr Waffen und mehr Bums. Das wäre mal so ein Powersuit-Gebiet vielleicht. Zumindest auf dem derzeitigen, jetzigen Level. Oder nicht frontal. Alter, da ist schon wieder so einer. Ja, komm, lass mich mal bitte in... Was sind da unten? Ach, da sind die Kackfliegen. Hier ist alles Kacke. Hilfe, ich muss weg. Boah, hier ist hier wahrscheinlich der Einschlagskrater oder so von Bombe. Ja, ja, ich... Von was und wo? Lass mich in Frieden. Ich will doch nur zu meiner Quest. Da wollte ich eigentlich doch nur hin. Eieiei. Ha! Die folgen mir sogar. Die folgen mir wirklich. Das finde ich jetzt gerade unwitzig. Geht doch zu Big John! Lass mich in Frieden! Dummer Hund! Aua! Schieß denn da auf mich? Captain Lasergurken Johnny. Das ist ein Ernst. Ich will ja hier auch gar nicht sein. Oh, danke, when the man comes around. So ein Trulli-Mutant. Der wirft immer noch. Nein! Looten und sterben? Nein. Ja. Hier deine Wunden lecken. Ist ja furchtbar mit euch. Suppenmutanten.
Das will ja gar nicht sein. Irgendwas ist hier falsch. So, wo ist mein Loot? Oh, ich bin schon wieder halb tot. Na komm, nimm mal ein Stimpack. Aber immerhin haben wir jetzt nicht so viel verbraucht. Splittergranate, Stechflügel, Jagdgewehr. Ja, brauchen wir nicht. Vorsicht, ja. Vorsicht. Natürlich Vorsicht. Rammstein-Dämon. Stimmt schon. Ewig nicht mehr gelesen. Sei gegrüßt. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie sind immer die Leute an anderen Orten. Weißt du, ich habe 500 Orte entdeckt. Spike ist an Orten 600 bis 1000 und Kalix ist an Orten 1100 bis 1500. Jeder Stream andere Orte. Weiß auch nicht. Irgendwie geht jeder anders. Ziemlich cool in diesem Spiel. Gut, sagt nämlich mit. Rattengift weiß ich nicht. Kann man mal vielleicht gebrauchen. Treibstoff weiß ich nicht. Hier brauche ich erstmal nichts. Leeres Kühlmittel brauche ich nicht. Blaue Farbe. Schrank. Patronen. Nix. Gummibonbons. Registrierkasse. Kuchen. Brauchen wir nicht. Keine. Doch, die Uhr nehme ich noch mit. Das ist nix. Ach, doch, da war was mit Haarklammern. Oh, die erkennt's aber schwer. Yassi, sei gegrüßt. So, da haben wir... Hier wären wir Zeitung, aber da sind keine. Waffenwerkbank will ich nicht. Dann haben wir hier das Klo. Da hat auch keiner einen Comic gelesen. Nee. Oder? Lacht da noch was? Nee. Neues Mikro? Oh, das ist schon lange, Rammstein. Also ja, es ist prinzipiell neu, aber das angefangen bei Dark Souls 2, Call of the First Sin, habe ich die gewechselt. Das ist, glaube ich, der Stream oder das der Re-Upload auf YouTube, wo ich, glaube ich, 4 verschiedene Mikros drin habe. Angefangen mit dem Moderator-Mikro, was kaputt gegangen ist. Dann hatte ich wieder das Rode NT1A. Dann hatte ich das Procaster. Dann hatte ich jetzt hier das Electro Voice. Also in dem der Stream-Aufzeichnung auf YouTube sind tatsächlich 4 verschiedene Mikros in dem Projekt. Hat mich ein bisschen geärgert, aber das war noch die Bastelphase. Und ja, seitdem habe ich das. Und das ist aber auch schon bestimmt jetzt ein halbes Jahr. Würde ich jetzt mal so tippen, Pi mal Daumen. Also so ganz fresh ist es halt nicht mehr. Diese Supermutanten sind echt finster, Mann. Was? Ich lasse 4 Haarklammern liegen? Wo? Wenn Yassi mich jetzt trollt, ja? Wo habe ich denn Haarklammern übersehen? Guckst du einmal? Tatsächlich. Eine zumindest. 2. Die anderen habe ich noch gesehen. Dankeschön. Oh, die siehst du so schlecht, Mann. Ihr seht immer so viel, das ist unfair. Und Robin sei auch gegrüßt. Ich hänge hier fest, ich will hier raus. 198 Leute an einem Mittwoch, der nicht angekündigt war. Um 12 Uhr in der Woche. Ihr seid bekloppt. Dankeschön fürs Einschalten, Freunde. Ihr seid echt die geilsten. Oh, ohne Witz, Mann. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Oh Mann, wenn ich so zurückdenke, wie viel Schiss ich hatte. Oh, kannst du doch jetzt nicht machen. YouTube. Kannst du nicht aufhören. Und so. Guckt doch keiner live. Abends, wenn du spielen willst. Ich trau mich nicht. Alter Schwede. Das waren damals Zeiten. Evil Within. Oh Gott, oh Gott. Herrlich, herrlich. So, wo will ich hin? Da will ich hin. Erstmal hier das Moped hier erkunden. Bin ich richtig? Jetzt laufe ich schon wieder falsch. Ich komme mit dieser Karte nicht klar. Was ist denn hier? Der Stern. Nur mal ganz kurz entdecken und dann wieder weggehen. Ach, das war dieses... War das das Big Boy? Nee, das war nicht das Big Boy. Das war auch irgendwas, was... Gunnar. Wer ist Gunnar? Die verkaufen auch Brillen. Da will ich nicht hin.
Da gehen wir später hin. Lass uns wirklich die Quest heute jetzt erstmal. Ich bin schon wieder komplett falsch. Ich muss da so hin. Danke, Free Throw. Das war eine A-Klammern. Ja, mein Gott, wir haben über 50 Stück, Yassi. Also, wenn ich jetzt nicht gerade einen Tatterich kriege, sollte das reichen. Und hier sind schon wieder Monster-Möpse, Kampfhunde. Ich speichere mal ganz fix. Ja, ja, sowas ist okay, Yassi. Passt schon. Das habe ich ja gesagt. Wenn ihr im Stream was seht, ist es okay. Ah, schon wieder die falsche Taste gedrückt, ich Arsch. Die sind schwieriger. Die sind viel schwieriger. Ich sollte hier nicht sein, glaube ich. Wer bist du? Captain Kampfhund! Leichte Hunderüstung. Oh, da kommt noch eine. Das ist ja ein ganzes Kampfhundgeschwader. Das Mobsgeschwader. Nein, ich gehe auf den Kopf. Boah, ich brauche bessere Waffen. Also jetzt nicht gegen die Hunde, da geht's natürlich, aber gegen alles andere mal ja dezent. Ja, ich spreche mir nicht selber, Spike. Das habe ich immer gesagt. Was im Stream gesehen wird, ist okay. Oh, fertig machen, bitte. Leben. Und Wasser. Eieiei. Ah. Stimpack. Nein, warum habe ich das denn jetzt genommen? Ich Depp. Das war zu viel. Das war zu viel. Na, egal. Ja, wir brauchen irgendwie geilere Waffen. Ich weiß nicht mehr, welche Waffen ich hier nehmen soll. Thank you. Robin, danke schön. Für deinen Hostmann. Ihr seid verrückt. Kriegen wir das irgendwie entdeckt, ohne jetzt zu sterben? Das wäre schon mal geil, dass wir hier zumindest hinreisen können. Ich hab Angst. Diese Raider sind zu stark für mich. Ich habe natürlich auch nicht diese Anzeige geskillt, dass ich halt sehe, welches Level die haben. Das wäre manchmal richtig hilfreich. Um zu sehen, welches Level die Dinger haben. Ach, hier ist... Wer bist du denn? Ach, du bist eine... Ich komme später wieder. Wo muss ich denn hin? Also eher so runter und rum. Also eigentlich über die Brücke. Also nach oben. Wie komme ich nach oben? Da, über die Rampe. Granatenkahl, komm gut ins Bett, mein Lieber. Ich habe auch nichts mehr zu trinken. Das heißt Pause tatsächlich jetzt gleich, weil sonst kann ich auch nicht mehr reden. Wobei das eigentlich ja schon die Frage klärt, ob wir diese Quest überhaupt machen sollen, wenn die im Gebiet ist, wo du überhaupt schon mal nicht hinkommst. Da. Niemand. Ruby ist hier. Wer ist Ruby? Und warum ist Ruby hier? Und Ruby hat einen Totenkopf. Ach, Ruby hat einen Freund. Hund. Wie wär's? Tu mal was. Ruby, 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 Ruby. Wir haben einen Crit-Moment. Den einen Crit packen wir Ruby auf den Kopf. Ruby, 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 Ruby! Ruby, Ruby ist am Flippern. Oh, ich bin tot. Ich bin eingekesselt von Hunden. Ich lebe noch. Mit minimalster HP. Oh, mit keiner HP. Könnte bitte Ruby jetzt sterben? Da wäre ich Fan von. Nein. Ruby hat keine Lust zu sterben.
Ruby, stirb doch! Stirb, Pack! Kein Crit. Lass mich mal Ruby looten. Au! Und es war einfach nur ein bummschwerer Hundemob. Alter Schwede. Sollte hier nicht sein. Sollte hier einfach nicht sein. Das geht auch auf keine Kuhhaut, was ich hier gerade an Heilmatz durchblase. So viel habe ich in den ganzen Streams davor nicht benutzt. Stehen bleiben. Diese Hunde. Diese. Was? Wer? Wo? Warum? Ich will hier weg. Da, Dendo. Wer ist Dendo? Nintendo. Da, Dando. Oh, ja. Geile Scheiße. Ich brauche... Warte mal, was habe ich denn hier noch an Waffen? Das geht doch gar nicht klar, weil ich hier irgendwie an Wurzelwaffen habe. Was ist das? Oh, damit kann ich nicht schießen, das geht null. Damit kann ich auch nicht schießen. Ich habe nur Scharfschützengewehre, ich bin so gut ausgestattet in diesem Spiel. Alter Schwede. Was war das denn jetzt? Ach, Crit. Okay, verstehe. Da ist Dando weg. Wer immer auch Dando war. Stimmpark, Süßkuchen, Pastorengewand. Ich habe gerade einen Pastor umgebracht, oder was? Ei, ei. Wattenstress. Zelle, komm gut ins Bett. Oh Mann, was eine Hektik. Erst... eskaliert der Chat, dann eskaliert das Spiel. Hund! Hey! Komm her. Ich habe nämlich was gelootet, glaube ich. Das habe ich gerade noch so gesehen. So, gucken wir mal. Das müsste bei... da, bei Kleidung sein. Blaues Halstuch. Nein. Hundehalsband. Nein. Leichte Hunderüstung. Stachelhundehalsband. Totenkopfhalstuch hat er an. So, dann gehe ich da hin und sage, der soll das anziehen. Oh, jetzt hat unser Hund einen Griff. Hey. Warum auch nicht? Jetzt können wir den halt im Notfall einfach mitnehmen. Super. Eieieiei. Old Snake, sehe ich. Wo schreibt denn Old Snake was? Da, komm gut ins Bett, Old Snake. Morgen, also wie gesagt, Donnerstag um 22 Uhr geht's halt weiter. Wo auch immer dann. Und Alexander, du auch. Ah. So, jetzt können wir uns hier oben mal das Quartier noch fix anschauen von dem lustigen Moped-Mann. Ich brauche Waffen. Ich bin mit denen überhaupt nicht zufrieden, Mann. Ich bräuchte halt ein schnelles Gewehr. Es muss halt kein Automatikgewehr sein, sondern halt nur halt sowas wie das, aber nicht als Repetiergewehr. Boah, ey. Irgendwie eine coole Waffe, Mann. Da muss doch was drin sein für mich. Erstmal könnte ich kochen. Was hat der denn hier oben gemacht? Nix. Gechillt. Was ein Bauer. Entschuldigung für die Wortwahl. Aber hier ist echt nichts. Ein bisschen enttäuschend. Du kämpfst dich hier hoch bei Dando und
was weiß ich wem, mit seiner komischen Hundegang. Und dann hat er noch nicht mal irgendwas. Haarklammern hat er. Na, immerhin. Was? Maulwurfsfleisch? Nehme ich mal mit. Darf er eine Kochstation herstellen? Köterkeulen! Naja, immerhin haben wir schon mal was zu essen. Ja, weißt du, da prockt der Käse. Aber im Spiel nicht. So, Getränke. Haben wir auch. Suppen. Haben wir keine. Verwertbares. Haben wir nichts. Perfekt. Dann haben wir zumindest jetzt auch schon mal wieder was, weil wir gerade ja richtig viel durchgeblasen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Muss ich mal ganz kurz gucken. 74 Stimmpacks, Redaways. Ja, was geht noch? Nehmen wir direkt mal hier so ein Wasser, dann sind wir voll. Dann kann ich auch speichern. Ganz kurz mal hier oben, wo wir die ausgerottet haben. Hat gespeichert. Ja, dann ist Pause. Ich habe nämlich auch nichts mehr zu trinken. Ich gehe einmal ins Pipi-Pause-Menü, lese mal kurz den Chat nochmal nach.